Eben diesen kleinen Abseiler. Okay. Hier können wir erstmal noch nichts weiter machen. Nicht angreifen, durchgehen, mein lieber Aeron. So, jetzt teleportieren wir uns zurück. Jetzt müssen wir nur noch bla 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 6 Ketten zerstören. So. Ich glaube, das war jetzt richtig. Ja. Nein, war es nicht. Es geht schon los. Also es fängt super an, muss ich sagen. Mann, Mann, Mann. Kopfkribbeln. Ich liebe es. Ich habe dich vermisst, Kopfkribbeln. Streiche bitte meine Großhirnrinde, bis sie nur noch ein breiiger Klumpatsch ist. Hoch. Rüber. Fliehen! Ah, die Kette ist hier oben, aber da komme ich noch nicht hin. Halt's Maul. Such dir Freunde. Dasselbe gilt für dich. Wow, und für dich auch. Freundlose Schweinchen hier. Und durch den nächsten Wirbel. Bloß, du willst Ärger mit mir. Das konnte dir teuer zu stehen kommen, meine Freunde. Hatschuh! Alter! Entweder greift er nicht an oder er greift so extrem an, dass es keinen Sinn macht. Und? Hatschipu! Komm, wir packen uns mal seine Runkel rüber. Jawohl! Was reißen wir ihm raus? Was aus der Brust oder... Was habe ich denn jetzt? Strahlstein, cool. Habe ich nicht erwartet, aber hey, cool. Oh. Oh, hier sind wir also. Ah. Tantrum, cool. Hier, ah, das ist der Wirbel, den wir eben gesehen haben. Sehr schön, sehr schön. Da müssten wir jetzt hier, glaube ich, zu... Ich bekomme sie nicht auf. Toll. Ich wollte in den Turm verstoßen, doch die Tür war verschlossen. Herrlich. Kommen noch nicht zur Kette. Ja, immer schön. Oh, schön. Immer schön alles abklamüsern. Man weiß ja nie, ob man was findet. Da können wir noch nicht hin, da müssen wir hin. Da gehen wir her, was weiß ich schon. Ach, das hier habe ich ja gehasst beim ersten Mal. Dieser blöde Wirbel, ey. Da bin ich so oft immer falsch abgebogen, kann man sagen. So, wir haben einen Schattenstein. Willst du mich verarschen? Leck mich doch, du Penner, ey. Ich habe es richtig eingesetzt. Das war schon letztes Mal. Man, das ist mit den Steinen teilweise echt bescheuert gemacht. Es war eine tolle Idee, aber es funktioniert nicht immer. Und ich verstehe es nicht. Ja, komm, wir gehen durch die Tür. Und haben sofort wieder so... so ein... Glühwürmchen vor uns auf den Boden kriechen.
Stirb! Ich war gerade voll konzentriert. Ich wollte nämlich nicht die Tür anklicken mit A und dann wieder hier rausrennen. Das wäre nämlich echt scheiße gewesen. Hallo, ist hier noch jemand? Nein? Gut. Das ist zu eurer eigenen Sicherheit. Aha. Warte, ich guck mal eben schnell was. In die falsche Richtung natürlich. Wenn wir uns teleportieren. Da waren wir noch gar nicht. Okay. Warte mal. Wir gehen jetzt einfach mal durch den Wirbel. Und... Und haben sofort wieder so einen Agro. Heinz. Komm, komm. Wir gehen... Ja, da ist ein Steinchen. Und jetzt spielen wir Metzger mit dir. Stirb! Die Viecher können einem schon leid tun, so wie wir die niedermetzeln, ey. Und warmes Fleisch. Ein Schattenstein. Oh. Ich kann doch mal hier gucken, ne? Vielleicht finden. Aua! Nein! Verschwinde! Oder stirb! Such's dir aus! Das Gute ist, hier kann man ordentlich Geld sammeln. Die Viecher lassen immer ordentlich Knete fallen. Gedrückt. Und wieder ein bisschen Geld. Und ein stygischer Stein. Was weiß ich, wie man es ausspricht. So. Wir haben hier ein bisschen geplündert und gebrandschatzt. Elena ist immer noch gut im Schuss. Kann man so sagen, ne? Klettern wir erstmal da hoch. Oh. Eine Tür, die wir nicht benutzen können. Ein Schattenstein. Ja. Darum hat der Schattenstein nicht funktioniert. Der behinderte Dreckstein ist auch hinüber. Wirbel meine ich. Der Wirbel funktioniert auch nicht. Hallo. Und jetzt sieht man. Sieh mal hier. Da ist Wirbel, ne? Guck immer schon auf diese Ecke vom Monitor. Und zack, da ist Wirbel. Also nicht gehen durch Wirbel, sonst Wirbel weg und so weiter, ne? Du verstehst, nein, dein Problem. Und wieder weiter geht's hier und zack, hahaha. In einer sehr fernen Fernsicht. Und jetzt sind wir hier, okay. Ich hätte, okay, da gehe ich gleich her. Wir gehen erstmal gucken. Bevor wir da weitermachen und die Tür öffnen und bla bla bla. Das schreit einfach danach. Zerschlage einen Stein. Tu es. Und es wird dir nichts helfen. Denn du bist ein Wicht. Alter, habt ihr alle keine Hobbys? Ich töte euch alle! So, das hätten wir. Wir wären ein bisschen konzentrierter gewesen, aber hey, es dient einem guten Zweck, nämlich meinem Seelenfrieden. Und eine Silbermütze haben wir ihm aus dem Rücken geleiert. Hier kommen wir nicht weiter, aber wir finden bestimmt Kisten, wo wir... Wow, 16 Leo zusammenfinden. Hat sich ja voll gelohnt. Naja, wir werden uns gleich erstmal nach Hause teleportieren.
Denn Elena hält nicht mehr lange durch. Obwohl wir uns eigentlich auch hier runterhangeln könnten. Ist nur die Frage, ob es schlau ist, das zu machen. Ist nur die Frage, ob wir das überhaupt machen können. Was nicht danach aussieht. Bing, bing, bing. Bing, 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 bing. Ach du meine Fresse. Ich höre schon wieder kleine Missgeburten. Der da hinten nimmt uns erst gar nicht wahr. Ist wirklich nicht nett, also komm hier rüber! So, zweimal richtig draufsensen, dann ist Ruhe in der Truhe. Dann nehmen wir uns noch den Stein mit. Wir gucken erstmal ein bisschen hier rum. Für den Fall, dass wir etwas übersehen haben. Und wir haben nichts übersehen. Wir haben sie alle getötet. Denn wir sind Aeron, der Schlechter des Guten. Da oben ist etwas, das uns sehnlichst in die Arme schließen möchte. Was zum Geier. Alter, diese Schatten, die haben die Schatten echt super hingekriegt. Das muss man den Entwicklern lassen. Ist das der Abendsternturm? Dieser Turm und er scheinen zusammenzugehören. Boah, Blitzmerker. Du bist auch nicht die hellste Birne im Lampengeschäft, ne? Dann werden wir mal... Der Wirbel ist klein. Ich glaube, nur die kleinen kann man aktivieren. Wir werden es einfach mal versuchen. Jawohl, nur die kleinen. Wenn sie ein bisschen größer sind, dann nicht. Kann ich mir garantiert nicht merken. Ich kenne mich doch... Oh nein. Nervensäge auf 12 Uhr. Oh, noch mehr Nervensägen. Wow, Alter! Oh, der lebt noch! Hilfe! Der lebt noch! Hilfe! Weg mit dir! Steh auf! Ja, er ist tot! Und er gibt uns eine Zwielichtscherbe. Schön, schön, schön. Ah, da oben müssen wir auch noch einen Wirbel aktivieren. Eine unlesbare Notiz. Und sie ist auch noch schmutzig. So schmutzig, schmutzig, schmutzig. Die werden wir sofort lesen. Hat wohl jemand keine Hobbys, ne? Dreckiger Camper, du. Silbermünze. Ist das der Morgenstern, Morgengrauenturm? Dieser Turm und er scheint zusammenzugehören. Blitzmerker. Wer dir das erzählt, deine Müller? Da kommen wir her, da gehen wir nicht zurück. Oh, wir müssen zurück. Elena ist am Suppen. Wir gehen noch schnell durch. Wir haben ja warmes Fleisch, glaube ich, auch dabei. Wir sammeln noch kurz einen Schattenstein ein. Da ist wieder... Huch! Huch! Okay. Hier ist doch bestimmt noch etwas versteckt. Ja, ein Allheilmittel. Und bevor wir die Fresse poliert kriegen... Tschüssi! Observatorium. Ja, ja, sie ist am Suppen. Ich weiß. Bla, bla, bla. Schnell, Aeron, bring Helena Flesh. He will eat your flesh. Wir sammeln eben noch schnell alles ein. So viel Zeit muss sein. Und Traumklinge. Eine Stimme. Glockengeläut. Das Rasseln der Ketten, Geräusche eines Körpers, der in Stücke gerissen wird. Es tat so weh. Hat sie hier irgendwas zerschnitzelt oder? I hope you'll be able to feel at home here someday, Aeron. Ach, ich fühle mich jetzt schon wie zu Hause. Hier, ich habe da was mitgebracht. Hm? Ja, friss.
Jetzt schlingt sie wieder. Komm, wir drücken das mal alles ganz schnell und ruhig und gepflegt weg.